Hallo und herzlich willkommen zu Punkt 12. Es war einer der stärksten Stürme in diesem Jahrhundert. Orkan Xaver fegte in der Nacht über Norddeutschland hinweg. Stundenlang kontrollierten Helfer wie hier in Husum, ob die Deiche dem Druck der Flutenwelle standhalten. Und Xaver wütete auch in anderen Ländern. In Norwegen filmte ein Beifahrer diese spektakulären Bilder. In Hamburg kam es heute Morgen zu einer Sturmflut. Wir schalten. Haben Sie auch schon ein bisschen zu viel für Weihnachtsgeschenke ausgegeben? Ja, es ist ja auch zu verführerisch, denn gerade jetzt locken viele. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ja, die ganze Woche haben wir Ihnen die besten Weihnachtsbackrezepte unserer Zuschauer vorgestellt, denn wir suchen Deutschlands bestes Weihnachtsgebäck und dafür gibt es immerhin bei uns 500 Euro zu gewinnen. Die habe ich nämlich hier in der Hand. Und heute sind alle vier Kandidaten mit ihren Plätzchen und Kuchen zu uns gekommen und sind jetzt bei meiner Kollegin Lotte Lang. Hallo Lotte, wie geht's denn euch da draußen? Hi. Worauf freut ihr euch denn am meisten? Sind wir wieder mit einer ganz rührenden Geschichte aus den USA. Der 11-jährige Trevor ist schwer krebskrank. Ja, was für ein beeindruckender Junge. Wussten Sie schon, dass der Weihnachtsmann total hip ist? Denn Wunschzettel schreiben können Sie Ihren Kleinen möglicherweise in Zukunft ersparen. Der Mann vom Nordpol ist nun auch anders erreichbar, wie Finja Rathmann zeigt.